Ja, ein herzliches Willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den Hamburger Sportverein. Samstag 13 Uhr ist Anstoß und das Ganze vor aktuell rund 13.000 Zuschauern. Wir freuen uns natürlich, wenn die restlichen Karten auch noch weggehen für diese Partie. Ja, neben mir sitzt unser Interimstrainer Roberto Petzold, wird die Mannschaft am Samstag gegen den HSV betreuen und dabei nicht zurückgreifen können auf bekanntermaßen Tobias Schreck, Joey Breitfeld und Christian Tresch, das wisst ihr ja. Hat sich nichts daran geändert, damit auch das Wort an dich, Roberto. Wie hast du es erlebt bis jetzt, die ersten drei Einheiten mit der Mannschaft? Eine hast du noch. Wie fühlt es sich an? Es fühlt sich super an, also vor allem die Einheit auf dem Platz. Machen mega Spaß. Die Jungs haben klasse mitgezogen. Es war eine hohe Intensität in den Einheiten und ja, man spürt, dass die Jungs viel vorhaben und sich zeigen wollen am Samstag und haben morgen noch eine wichtige Einheit, aber ich bin sehr zufrieden mit den ersten Eindrücken. Für dich persönlich, gleich gegen den HSV am Samstag, Vorfreude auf das Spiel? Ja, natürlich ist natürlich klasse, mit so einem Spiel sein Profitrainerdebüt geben zu können und das Stadion wird ausverkauft sein, es wird eine mega Stimmung da sein und wir werden super Support haben und ja, ich freue mich auch drauf, die Performance der Jungs dann steuern zu dürfen am Spielfeldrand. Du hast am Dienstag schon gesagt, deine Konzentration gilt voll und ganz im HSV. Was erwartest du vom Gegner? Was darf die Öffentlichkeit wissen vom Gegner, bitte? Ich glaube, die Öffentlichkeit weiß sehr viel vom HSV. Ist ja mit dem 1. FC Köln die stärkste Mannschaft in der Liga. Haben hohe individuelle Qualität, die sie auf den Platz bringen und ja, wird auf jeden Fall eine Herausforderung, aber es wird auch sehr spannend. In erster Linie freue ich mich auf dieses Spiel, weil die Tabellenkonstellation für alle in der Öffentlichkeit klar ist. Das ist der Tabellenerste gegen Tabellenletzten. Von daher sind wir Außenseiter, können die Gelegenheit aber auch nutzen, einfach auch befreit aufzuspielen, weil niemand was erwartet. Auf der anderen Seite ist unsere Situation ja auch bekannt und wir brauchen jeden Punkt, wir brauchen im Idealfall einen Dreier und genauso werden wir das Spiel auch angehen. Wie risikofreudig sind Sie denn? Ich glaube, dass sich das sehr gut die Waage hält. Ja, also wir sind uns der Stärken des HSV bewusst und wissen, dass wir das mit mannschaftlicher Geschlossenheit und Kompaktheit in der Defensive dagegen halten können. Ich glaube aber auch, dass wir Waffen in der Mannschaft haben, die gegen den HSV sicherlich in der Offensive auch punkten können. Ich habe sehr, sehr gute Eindrücke gewonnen in der Trainingswoche von allen Spielern. Also es haben gerade die Spieler, die in den letzten Wochen wenig Einsatzzeiten haben, natürlich versucht, das Momentum zu nutzen. Und davon profitiert der ein oder andere vielleicht. Ja, und Sie haben es ja gesagt, Sonny ist mit Sicherheit einer der stärksten Spieler, die wir in der Mannschaft haben. Und wir haben morgen noch eine wichtige Einheit, die uns letzte Aufschlüsse geben wird, wer die richtigen Elf dann am Samstag für das Spiel sind. Wie muss man sich denn jetzt die Vorbereitung auf das Spiel genau vorstellen? Entscheiden Sie nur nach den aktuellen Trainingseindrücken? Schauen Sie sich nochmal in Videos die letzten Wochen, die Spiele der letzten Wochen an? Sagen Sie doch da mal was dazu. Ja, also sowohl als auch. Ja, natürlich. Ich bin ja Mitarbeiter hier, deswegen habe ich die Spiele ja verfolgen können und wie gesagt, ich war ja auch mehrfach im Praktikum, deswegen habe ich natürlich schon eine gewisse Nähe und ein gewisses Know-how um die Qualitäten der Spieler, aber in erster Linie entscheiden natürlich die Trainingseindrücke, ja, weil jeder Trainer natürlich ein bisschen anders tickt, andere Prinzipien hat, andere Vorgaben umgesetzt sehen möchte und die habe ich natürlich auch in den Einheiten, die wir bis jetzt hatten, versucht auf den Platz umgesetzt zu bekommen und der Maßstab sind natürlich in erster Linie die Trainingseinheiten. Ich glaube 27 Gegentore, jedenfalls die meisten der Liga. Wie wollen Sie die große Defensivschwäche in den Griff bekommen? In erster Linie habe ich versucht, ein Bewusstsein für kollektives Defensivverhalten in die Mannschaft zu tragen und das ist uns, glaube ich, also was die Mentalität anbelangt, gelungen. Also da bin ich wirklich zufrieden mit den Trainingseindrücken, die wir gewonnen haben. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass alle das Bewusstsein haben,
was für die Defensive zu tun, ja, angefangen vom Torhüter bis natürlich auch vorne hin zu den Angreifern. Und ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist elementar auch fürs Teamgefüge, auch fürs Gemeinschaftswohl und für den Gemeinschaftssinn, ja, dass alle sich verantwortlich fühlen, ja, ihre Einsatzbereitschaft, ihre Laufbereitschaft dem ersten Teilziel, kein Gegentor zu bekommen, ja, durchzuführen. Ja, und ich bin trotzdem, trotz dieses Defensivbewusstseins, auch ein Freund einer offensiven Spielweise. Ja, ich glaube, so viel können wir verraten, dass wir mit zwei Spitzen spielen. Ja, und auch ja, geradlinig den Weg nach vorne suchen werden und wollen. Und ich glaube, dass deswegen auch für den neutralen Zuschauer ein sehr, sehr interessantes Spiel werden wird. Es ist also ich sehe auf jeden Fall das, was wir als Trainerteam einfordern im Training. Da sehe ich auf jeden Fall die Versuche, das umzusetzen. Und das ist in erster Linie maßgeblich für unsere Bewertung. Und das stimmt uns sehr, sehr positiv, was das Spiel am Samstag anbelangt. Die Stimmung nach der Niederlage, wie ist die? Jetzt sind Sie auf das HFV-Spiel dann? Die Stimmung ist in jedem Fall von Trainingseinheit zu Trainingseinheit und von Tag zu Tag deutlich besser geworden. Ja, ich glaube, dass ja, am Wochenanfang die Niedergeschlagenheit noch sehr groß war. Und ja, wir aber im Laufe der Zeit und in den zurückbliebenen Einheiten, glaube ich, haben die Jungs Vertrauen und Glauben daran gewonnen, dass wir gegen den HSV bestehen können, dass wir gegen den HSV punkten können. Und deswegen war heute die Stimmung, die Mentalität auf dem Platz sehr, sehr gut. Naja, ob es ein Rezept ist, ich habe natürlich eine Idee. Ja, einfach, was es einfacher macht, die Trainingsinhalte in den Wettkampf zu übertragen, ist einfach auch Wettkampftempo und Gegnerdruck in den Trainingsalltag zu integrieren. Und das ist uns, glaube ich, gelungen, ja, in den letzten beiden Tagen. Und ja, wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass das schon am Samstag erste Früchte trägt.